Ich erzähle das ja niemandem. Und die Leute, denen ich es erzählt habe, also bei mir im engsten Umfeld, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass sich Menschen damit auch schwer tun, das in so in dieser krassen Art und Weise auch aufzunehmen und zu verstehen. Kaum jemand von ihren Freunden kennt Sabines Geschichte. Erst nach mehreren Anläufen stimmt sie einem Interview zu, anonym. Seit 30 Jahren lebt sie in Bayern. Ihre DDR-Kindheit liegt weit weg und ist immer noch schambesetzt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, warum es bei mir im Bekannten- und Verwandtenkreis niemand weiß, außer natürlich meine Ängsten. Weil auch jetzt immer noch so ein bisschen da ist, naja, du bist ja irgendwie, vielleicht bist du ja doch schuld gewesen, was völliger Schwachsinn ist mit 12 Jahren. Sabine wächst in Ost-Berlin auf. Ihre Mutter schlägt sie täglich. Als sie 12 ist, läuft sie von zu Hause weg, wird von der Polizei aufgegriffen und kommt nach Sachsen in ein sogenanntes Spezialkinderheim. Ein Ort der Gewalt. Die Kinder werden dort geschlagen, in Arrestzellen gesteckt, 12-jährige Mädchen gynäkologisch zwangsuntersucht. Es gibt keinen Kontakt nach außen. Sabine versteht schnell, wer hier durchkommen will, darf bloß nicht auffallen. Sonst drohen Strafen. Dann habe ich einen Tadel bekommen und dieser Tadel bedeutete in meinem Fall, dass ich durchfrosteten Boden umschaufeln musste. Also es war noch nicht mal eine sinnvolle Arbeit, sondern es hieß dann einfach, das machst du jetzt 10 Stunden und fertig. Als Sabine 18 ist, fällt die Mauer und sie zieht nach Bayern. Hier baut sie sich ein eigenes Leben auf, macht eine Lehre, gründet eine Familie. Aber mit der Geburt ihres ersten Kindes holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ich hatte diffuse Ängste, wo ich nie wusste, wo kommt das her, warum ist das so. Ich habe jahrelang unter Panikattacken gelitten. Ich habe Schlafstörungen gehabt. Das ist eigentlich im Grunde unfassbar, wenn man so zurückblickt. Dass das Menschen angetan haben. Also Kindern in dem Fall. Opfer von DDR-Unrecht in Bayern. Etwa 2000 ehemalige DDR-Bürger werden derzeit im Freistaat aufgrund ihrer früheren Gewalterfahrungen finanziell unterstützt. Nun könnten es deutlich mehr werden, denn seit einem Monat gelten neue Regelungen. So haben jetzt auch Opfer von Zersetzungsmaßnahmen der Stasi einen einmaligen Anspruch auf 1500 Euro Entschädigung, sofern sie die Gewalt nachweisen können. Ein bürokratischer Marathonlauf. Stefan kennt seine Stasi-Akte. Als er 1983 einen Ausreiseantrag stellt, droht ihm die Staatssicherheit, dass ihm etwas zustoßen könnte. Stefan flieht in die ständige Vertretung der BRD. Dort wird ihm zugesichert, dass er innerhalb von 3 Monaten ausreisen darf. Als er die ständige Vertretung verlässt, will ihm die Stasi eine Straftat anhängen. Die 3 Monate waren die Hölle. Hab nur Todesangst gehabt, dass mir was passiert. Dann kamen ab und zu Hausdurchsuchungen. Manchmal, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesehen, dass Sachen verstellt waren, wo ich genau wusste, die standen so. Auch die Tür, die war dann so halb offen gewesen, nicht so eingeschnappt im Schloss. Immer so, dass ich es sehe, dass mir bewusst ist, dass ich beschattet werde. In seiner Akte findet sich der Befehl zu diesen Aktionen. Die Maßnahmen sind aber nicht einzeln dokumentiert. Für seine Rehabilitierung hat das bisher nicht gereicht. Die Ämter fordern weitere Belege. Wir müssen das denen beweisen. Und darin die Schwierigkeit. Wie soll ich da die Zersetzungsmaßnahmen beweisen? Kann ich gar nicht beweisen. Man hat mir Unrecht getan. Und ich möchte, dass die das eingestehen, dass sie mir Unrecht getan haben. So fühle ich mich irgendwie als Mensch zweiter Klasse. Ja. Und ich will es nicht hinnehmen. Ja. Termin bei seiner Therapeutin. Noch Jahrzehnte später holen Stefan die Erlebnisse von damals wieder ein. Panikattacken aus heiterem Himmel. Eine klassische posttraumatische Belastungsstörung. Doch auch ein Fachgutachten hat bislang zu keiner offiziellen Rehabilitierung geführt. Es ist wichtig, weil die Anerkennung und das Aufarbeiten der Situation, das macht auch etwas mit dem Gefühl. Ja? Das verändert eben das Gefühl, dass es nicht einfach so irgendwas Ausgedachtes war, sondern dass es wirklich stattgefunden hat. Ja? Und dann können die Betroffenen auch viel besser damit weiterarbeiten. Vor 2 Monaten,
30 Jahre Mauerfall. Ein ganzes Land feiert. Euphorie allenthalben. Doch bei manchen Menschen wecken diese Bilder eher dunkle Erinnerungen an die belastete Zeit davor. 135.000 Kinder lebten in den Spezialkinderheimen der DDR. Jetzt, Jahrzehnte später, haben sie ein Anrecht auf Rehabilitation, ohne ein womöglich demütigendes gerichtliches Verfahren durchlaufen zu müssen. In Sabines Fall unterstellte der Staatsanwalt, sie habe sich als 12-Jährige selbst in die Anstalt eingewiesen. Im letzten Jahr hat jedoch ein Gericht entschieden, ihr Aufenthalt im Spezialkinderheim war Freiheitsentzug. Sie bekommt nun eine Entschädigung. Also es steht schwarz auf weiß, mir ist Unrecht widerfahren. Und das war für mich einfach so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt kann man in die nächste Lebenshälfte starten. Dennoch, in ihrem Umfeld will Sabine ihre Kindheitserlebnisse weiterhin lieber für sich behalten.